Frau Knaus, kommen Sie mal raus. Ich glaube, heute Nacht hat es Frost geht. Ja, ich gucke mal. Wie bitte? Ich sage, ich gucke mal. Ich verstehe nicht. Ob's knuspt. Was sagen Sie? Ob's knuspt. Hä? Ob's schon knuspen tut. Können Sie Ihren Augenstecker mit? Nein, ich habe auch hier gesehen. Ich sagte, Sie hören keinen Stecken mehr. Ja, was weiß ich? Wo kommen die ganzen Schnecken her? Na, schwer zum Sagen. Knuspts. Oder knuspts Ede. Also ich sehe da keine Knuspe. Ich sehe da keine Knuspe. Gestern ist meine Nachbarin, die Frau Knispel, rübergekommen und hat gefragt, Frau Knaus, knuspts bei Ihnen oder knuspts bei Ihnen Ede? Und ich sage noch zu ihr, bei mir knuspts. Der Gnöderich und das Gnabenkraut, die Knospen, die haben schon genug Knospen. Da knospt's. Aber der, bloß die knorrige Knubbel, keine guttige Knospe. Gott, Frau Knull! Sie, Frau Knull, haben Sie neulich mein Knirps genommen? Was? Der Herr Gnödler? Der ist ja eh ganz knusper. Sagt er, soll den Knirps sofort wieder? Was? Der knabbert, der hinkt. Ja, wie das? Was? Umknickt und der Knöchel verknackst? Ja, seht Sie, so kann's gehen. Ja, ja, ich sag da auch immer, ja, 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 wiedersehen, Frau Knirps. Frau, knuspst du jetzt oder knuspst du nicht? Also, der knuspt doch nicht. Das liegt am Boden. Das Knulle merke ich. Sie beim Eingraben auf Knieschützer bin ich kniet, aber hat nichts genutzt. Seither habe ich es im Knui, verstehen Sie? Im Knui habe ich seit ja. Hat das Knui knirscht. Dann müsst Sie zum Dr. Knabe. Kennen Sie den Dr. Knabe? Sie, der Dr. Knabe, hat mir einmal seinerzeit der Knochen am Knui genagelt. Der Knochen genagelt am Knui. Sag ich hinterher zu ihm, jetzt Sie sind auch ganz ein verknöcherter Knaube. Wie der alte Knispel. Sie, der alte Knispel, der ist doch immer noch in diese Knickebugger gelaufen. Wisst ihr noch, so Knickebugger? Wie so Kniebundhose, bis knapp über dem Knöchel. Genau, Knickebugger. Gnadenlos. Wie in dem alten Film. Mit dem Gustav Knut. Und der Knef. Der Gustav Knut. Wie der Knut knapp der Knechtschaft den Rind. Und die Knef, die Knappen ruft. Die den Knut knebeln. Und der Knut um Gnade bittet. Und knapp eine Minute später hat sie ihn umgeniedet. Aufknipft. Ums Gnom gucken. Das Kino war genagelt voll. Aber ich hab mir's Heulen nicht verkniffen. Hat euch Knef dem Knut das Leben genommen. Aber ich hab's genossen. Da ist halt auch zum Kochen. Ja, was gibt's denn bei Ihnen heute? Knackwurst. Das ist immer so verknorpelt. Und gestern? Knödel. Und dazu ein Knöchle angenagt. Das ist erst eine Idee. Das tun ich auch noch. Tun ich auch Knöpfle kneten, Teig kneten. Wissen Sie, kennen Sie es? Da wird Brot genommen. Oh, ich habe ja bloß noch ein Knäusle genetzt. Ein Knetzt. Ein Knetzt. Und mein Mann, der Knattle, hat beim Einkauf bloß Knäckebrot genommen. Und Knoblauch, ein ganzer Knolli. So eine Knalltüte. Aber Sie, Frau Knaus, sag Ihnen eins, der knuspt nicht. Nicht zu machen. Dann gang ich jetzt meine Knöpfle kneten, Teig kneten. Wissen Sie, kennen Sie es? Übrigens, in der Fax kriegt, gell? Das ist Geheimnis. Bei mir gibt's heute nämlich Knödel aus Knäckebrot und Knoblauch. Viel Vergnügen.